und ich bin die heutige Veranstalterin von dieser Aktion. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr da seid und uns hier bei unserer Menschenkette für unsere Feuerwehr unterstützt. Zuallererst möchte ich was tun, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte mich hiermit in aller Form bei Herrn Demuth entschuldigen. Mir ist etwas total Blödes passiert. In meinem Leserbrief bzw. Facebook-Kommentar habe ich die Aussagen von Herrn Demuth mit denen von Herrn Rausch verwechselt. Die wirklich sehr unpassenden Aussagen stammen somit nicht von Herrn Demuth. Dieser Fehler tut mir wirklich sehr, sehr leid und ich weiß, wie schlecht man solche falschen Infos wieder aus der Welt schaffen kann. Aber ich gebe mir Mühe, das wieder einigermaßen gerade zu ziehen. Herr Demuth, ich hoffe, Sie nehmen meine Entschuldigung an. Dann möchte ich euch alle nochmal daran erinnern, auch wenn man es mittlerweile bestimmt nicht mehr hören mag, haltet bitte euren Abstand, mindestens 1,5 Meter, und tragt eure FFP2-Masken. Keine medizinischen, die reichen nicht. Zur Not haben wir ein paar wenige FFP2-Masken zum Austauschen hier. Und tragt sie bitte ordnungsgemäß über Mund und Nase. Es tut mir leid und ich weiß, dass wir hier in der frischen Luft sind, aber das sind nun mal gesetzliche Bestimmungen, an die ich mich halten muss. Zudem muss ich sagen, dass Uniformen auf Demonstrationen nicht erlaubt sind. Sollten zufällig Feuerwehrkameraden aus umliegenden Gemeinden oder Gegenden dabei sein, die eine Uniform tragen, möchte ich euch bitten, diese auszuziehen oder mit einer weiteren Jacke zu bedecken. Ich möchte euch ungern von dieser Aktion ausschließen, denn ihr gehört ganz genauso dazu wie alle anderen, wenn nicht sogar am wichtigsten. Ebenso sind selbstverständlich auch Waffen verboten, aber ich glaube mal, wir sind hier alle mit friedlichen Absichten und da werden wir wohl keine Probleme bekommen. Es gibt auf Facebook eine Online-Petition. Wer diese Online-Petition noch nicht unterschrieben hat, aber gerne unterschreiben möchte, der kann hinterher zu mir kommen. Ich habe hier auch noch schriftlich ein paar Listen, wo man sich eintragen kann. Ansonsten gibt es nur noch zu sagen, dass 10 Jahre Warterei ein Ende haben muss. Wir stehen hier heute, um unserer Feuerwehr den Rücken zu stärken, um ihr zu zeigen, gemeinsam sind wir stark. Wir wollen ihnen auf gar keinen Fall eine weitere Angriffsfläche bieten oder geben. Deswegen möchte ich hier heute auch keine politischen Parolen hören. Selbstverständlich stehen wir heute hier, um Teile des Pyrmonter Rates zum Umdenken zu bewegen. Aber bitte denkt daran, dass unsere Feuerwehrkameraden und Kameradinnen auch in Zukunft weiter mit dem Rat zusammenarbeiten muss. Lasst uns friedlich unsere Kette bilden, um das zu verbinden, was zusammengehört, nämlich unsere 2 Feuerwehrhäuser. Und lasst uns hoffen, dass wir hier am Gondelteich endlich Bagger sehen werden, die die 10-jährigen Streitigkeiten endgültig platt machen. Ihr bekommt gleich, wenn es losgeht, bei den Ordnern ein Flatterband. Das ist euer Abstandshalter und zugleich ein Zeichen, dass wir hier endlich eine Baustelle sehen möchten. Die Veranstaltung endet um 16 Uhr. Ich wünsche euch allen ganz viel Spaß und danke, dass ihr uns so unterstützt. Ihr seid klasse. Dankeschön.